Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz interessantes Unboxing für dich. Und zwar, habe ich in den letzten Schminkvideos immer mal wieder erwähnt oder in den letzten Videos allgemein, dass wir die HelloFresh Box abonniert haben und da wurde ich darum gebeten, die vielleicht mal hier auszupacken. Und ja, heute ist Donnerstag, heute ist sie bei uns eingetroffen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann, sie ist nämlich sehr groß. Oh mein Gott, sie ist schwer. Hier, so groß ist die. Oh mein Gott. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben die tatsächlich selbst abonniert, da ist mein Freund damals auf die Idee gekommen und sagte, Mensch, wir sind so ideenlos, was Kochen angeht. Und da kam uns dann der Gedanke, die vielleicht mal zu abonnieren, denn du hast ja ständig irgendwie in so Sendungen, die du bekommst, in irgendwelchen, keine Ahnung, selbst wenn du was bei Amazon bestellst, ist ja irgendwie mal ein HelloFresh-Gutschein dabei. Ich habe die ständig mit dabei, wenn ich Beautyboxen bekomme. Und dann hat er die einfach mal abonniert. Wir hatten da dann anfangs auch einen Code, irgendwie über 45 Euro. Das war halt so ein Gutscheincode. Es gibt auch immer wieder auf HelloFresh diese Aktion. Und wie gesagt, du hast immer wieder diese Gutscheincodes irgendwo mit drin. Und vielleicht lohnt es sich auch für euch mal, das tatsächlich sich anzuschauen. Das kann man ja auch immer wieder kündigen, das ist ja überhaupt kein Problem. Und ich wollte jetzt einfach mal so einen kleinen Einblick in das geben, was wir uns jetzt für diese Woche bestellt haben. Wir haben heute den 7. Mai. Genau, bei uns kommt die Box auch immer donnerstags an. Wenn man so in gewissen, wenn man die häufiger bekommt, dann steigt man irgendwie auf in Bronze, Silber, Gold, keine Ahnung. Dann kann man auch Montagslieferungen vereinbaren. Für uns ist es aber tatsächlich optimal, dass wir die donnerstags bekommen, weil wir kochen samstags, sonntags und dienstags. Und dann kochen wir immer für 2 Tage. Also quasi samstags für Samstag und Montag, Sonntag für Sonntag, Quatsch. Samstag für Samstag und Montag, Sonntag für Sonntag und Dienstag für Mittwoch und Donnerstag. Und Freitag ist dann immer ein Tag, wo wir dann quasi irgendwas kochen, wo wir Bock drauf haben. Ne? Also das ist dann halt nicht hier in der Box mit drin, keine Ahnung, mal irgendwie eine Paella oder sonst irgendwas. Und du kannst, wenn du das halt wöchentlich dann bekommst, aus 15 Gerichten so ungefähr wählen. Und wir bekommen dann ja immer 3 Gerichte zugeschickt, die wir dann ja immer aufteilen. Und wir haben das Abo, was wir ausgewählt haben, für dann ja 4 Personen und zahlen dann pro Woche 59,95 so den Dreh. Ich finde, es lohnt sich tatsächlich und es ist vielleicht auch ein bisschen mehr, als wenn du die Sachen, also nicht vielleicht, es ist ein bisschen mehr, als wenn du die Sachen so im Laden kaufen würdest, aber es ist halt irgendwie eine Inspiration. Du hast die Rezepte, du behältst die Rezepte halt auch und du hast einfach auch mal ganz andere Zutaten und ich zeige euch auch einfach die Qualität von den Produkten und wie das Ganze hier so eintrifft. Wie gesagt, es kommt hier bei uns immer, also der Karton ist immer gleich groß, das ist so ein riesen Oschi-Vieh und der Stuhl, auf dem ich sitze, ist direkt mal so kluck ein bisschen runtergegangen. Oh, ist immer simpel, aber gut verpackt. Übrigens keine Kooperation oder so. Also nicht, dass ihr denkt, es wäre jetzt irgendwie gesponsert. Das ist halt wirklich, ne, selber auf den Geschmack gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eigentlich ist es immer das Schönste für meinen Freund, wenn er die Sachen halt selber auspackt und dann immer sich die Sachen so anguckt. Deswegen konnte ich es einige Wochen lang nicht auspacken, weil er sich immer nicht dazu hinreißen lassen hat, die Box stehen zu lassen und mich auspacken zu lassen. Aber heute habe ich es hingekriegt. Nachhaltig vom Feld bis zur Gabe steht hier auch drauf. Über 80% der Zutaten direkt von ausgewählten Erzeugern. Verpackt wird nur, was verpackt werden muss. Nur ressourcenschonende, innovative Verpackungskonzepte. Bereits über 50% unserer Lieferungen sind CO2-neutral. Damit garantieren wir beste Frische und Qualität sowie fast 0% Lebensmittelverschwendung bei dir zu Hause. Und das kann ich bestätigen. Das ist echt cool. Du hast teilweise natürlich auch mehr, aber das kann man dann abends auch mal essen. Und wo kommt das dann an? So sieht das aus. Wie gesagt, schwer. Ich stelle es mal eben auf den Boden. Ihr steht noch? Sehr gut. Ich habe hier gerade fast den Tisch umgehauen. Wie gesagt, es ist wirklich schwer. So, die einzelnen Gerichte kommen auch verpackt in einzelnen Tüten, die auch farblich markiert sind. Und ich suche jetzt zuerst mal den Umschlag mit den Rezepten raus. Steht jetzt natürlich der Name von meinem Freund drauf, ne? Das ist der Umschlag, wo die ganzen Sachen drin sind. Und hier steht drauf, hallo, wir wünschen dir einen guten Appetit. Hier ist deine wöchentliche Garantie für eine ausgewogene Ernährung, Rezeptkarten und Co. Und dann kann man das hier öffnen. Und hier sind dann auch manchmal so neue
Magneten dran, Kühlschrankmagneten, halt diese Flyer und so. Und ja, genau, hier haben wir dann die drei Gerichte. Ich weiß nie, was mein Freund aussucht. Ich lasse mich da immer tatsächlich überraschen. Und du kannst es halt auch sehr, sehr weit im Voraus auswählen. Du kannst dann auch mal pausieren, wenn du sagst, Mensch, ich bin im Urlaub oder nee, ich habe jetzt irgendwie gerade Bock, für 2 Wochen oder so selber zu kochen. Dann kann man das ganze, die ganze Geschichte auch pausieren lassen. Ist überhaupt kein Problem. Und ja, da hat er einmal ausgewählt. Pikant feurig marinierte Rinderhüftsteaks mit cremigem Kartoffelpüree und Zucchini-Gemüse. Und hier hast du dann immer eine Rezeptkarte. Hier hast du dann die ganzen Zutaten, die du dir entsprechend zusammensuchen müsstest, einmal mit Bild abgebildet. Dann hast du hier die Zubereitungszeit, welche Kochstufe das ist, sprich welcher Schwierigkeitsgrad das ist und an welchem Tag du das kochen solltest, weil die Lebensmittel haben natürlich nur eine gewisse begrenzte Haltbarkeit. Und hier hinten ist dann nochmal das ganze Rezept aufgeführt, was ich schön finde. Dann hast du hier nochmal die Zutaten ganz genau aufgeschlüsselt, wie viel du davon brauchst. Hier hast du auch nochmal die Nährstofftabelle und weitere Informationen. Und das finde ich, also ich finde die Rezepte auch wirklich sehr simpel, sehr, sehr cool und einfach dargestellt, ne? Das heißt, wir haben für dieses Lila-Rezept erstmal ein Papiertütchen, was auch lila markiert ist, was ich praktisch finde. So schaut das dann aus, wenn es ankommt. Das finde ich auch immer ganz cool. Wie gesagt, die Sachen sind halt nur dann verpackt, wenn es sein muss. Das heißt, Gemüse oder so, sprich so eine Zucchini, die ist jetzt nicht einzeln verpackt, ne? Oder ja, auch das Frühlingszwiebeln. Und ich finde die Qualität auch wirklich gut. Das sind halt auch nicht irgendwelche mega dünnen Frühlingszwiebeln oder so. Es sind gute Frühlingszwiebeln, das gefällt mir. Es ist jetzt nicht irgendwie ausgezeichnet Bio oder sowas, aber es ist halt, ja, wie die schon sagten, die versuchen das auch ganz regional darzustellen. Dann hast du hier auch, was ich geil finde, Haarvollmilch. Dann hast du, ne, wirklich das dann auch portioniert abgepackt, was ich ganz witzig finde. Das ist jetzt hier so ein Trinkpäckchen. Die schauen halt wirklich, dass sie das in der richtigen Größe finden. Oder hier ist auch Ingwer mit dabei. Dann hast du hier so eine Ingwerknolle. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Hier ist eine Zucchini einmal durchgebrochen. Das finde ich, das ist dann schade, ne? Dann ein bisschen Qualitätsverlust ist da nicht ganz optimal, aber das hast du manchmal nun mal echt mit dabei. Kartoffeln, und das finde ich immer richtig gut, hast du wirklich abgewogen, genauso wie es sein muss. Hier hast du dann auch mal Blütenhonig in so einem kleinen Päckchen mit drin. Sojasauce ist hier auch mit dabei, also das ist dann halt wirklich von HelloFresh markiert. Eine Chilischote. Muskatnuss, also solche Sachen hast du dann auch wirklich mit dabei. Die schreiben auch die Rezepte auch hinten immer drauf, was man am besten zu Hause haben sollte. Das heißt so Öl, Wasser, Butter, Salz, Pfeffer, ne? Das sind dann hier so grau markierte Zutaten. Und da steht dann mit dem Sternchen dahinter, gut zu Hause zu haben. Und das ist auch so, oder gut im Haus zu haben. Genau. Und sowas hat man ja auch normalerweise da. Normalerweise auch Milch, aber das packen die trotzdem mit rein. Das heißt, man ist da auch schon ziemlich von befreit, überhaupt irgendwie raus zu müssen, beziehungsweise einkaufen zu müssen. Man bekommt es ganz, 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 ganz bequem nach Hause geliefert. Und das finde ich echt gut. Was jetzt zum Beispiel zu diesem Rezept gefehlt hätte, wäre das Fleisch, und das ist hier drin. Das heißt, auch das Fleisch bekommt man geliefert. Und das hier ist so ein klimaneutraler, nee, irgendwie so ein recycelbarer Sack. Der kommt einfach in die Papiertonne. Der besteht nämlich so aus Papiermaterial. Der isoliert aber die ganzen Produkte. Und dann hat man da auch immer so Kühlakkus mit drin, die du natürlich auch weiterverwenden kannst, ne? Kannst du ganz normal wieder einfrieren. Teilweise sind die mit Wasser gefüllt, teilweise mit so einer Gelflüssigkeit. Und die kannst du halt wirklich, ich meine, du kannst dich damit nachher echt, also dein ganzes Haus damit auskleiden, da kriegst du echt viele von, ne? Aber theoretisch, wir haben jetzt genug Kühlakkus hier. Das ist ganz praktisch. Und hier hast du halt die gekühlten Sachen drin. So Sahnejoghurt haben wir da mit bei. Dann haben wir jetzt auch das erste Mal, dass wir... Nee, das zweite Mal. Wir hatten das schon mal, ne? Ja, Fisch. Das ist Seehecht. MSC 250 Gramm hast du hier drin. Ich finde, das sieht auch alles ganz gut aus. Das ist vakuumiert, verschweißt. Und das muss gleich ganz, ganz dringend auf jeden Fall in den Kühlschrank. Na, guck, und hier haben wir das Rind drin. Da muss ich sagen, die Qualität von dem Rindfleisch ist okay. Also es ist jetzt nicht so das Nonplusultra. Da hatte ich auch schon bessere Qualitäten. Wenn man da jetzt richtig zum Metzger geht, ne, vor Ort, bekommst du eine ganz andere Qualität als das, was hier so drin ist. Würde ich jetzt einfach mal so aus der Erfahrung her sagen. Aber es schmeckt gut, es lässt sich gut verarbeiten und es schmeckt auch alles aufgewärmt einfach noch ganz gut. Und das ist immer so eine Sache, ne? Hast du auch nicht immer. Was ist hier noch? Was ist das denn? Schmand? Aus traditioneller Herstellung. Aber ich weiß nicht, warum hier so ein... Ist es zum Anpacken? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit Luft gefüllt, ne? Weniger Verpackung, keine Lebensmittelverschwendung. Einfache Benutzung. Okay.
Genau, hier stehen natürlich auch noch die Verbrauchsdaten drauf, ne? 13. Mai zum Beispiel, das heißt, wir sollten das auch dann, ja, das passt halt einfach dann immer zu der Woche. Ja, auch Hackfleisch hast du hier drin, das sieht dann so aus, das muss ganz, ganz dringend in den Kühlschrank, das ist ja super wichtig, ne? Dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Da steht auch drauf, bis 12. Mai kannst du es verwenden. So, dann gucken wir uns nochmal grob, sage ich mal, das nächste an. Das ist das rote Köttbullar, schwedische Hackbällchen mit Champignon, Rahmsoße und Gurkensalat. Das finde ich auch immer ganz gut, weil du es halt wirklich ausgewogen hast. Und dann hast du auch mal so einen Salat mit dabei, was ich echt schön finde. Es ist schön frisch und das ist halt wirklich auch gut und leicht gemacht, ne? Ja. Und hier hast du natürlich auch die Information dran, aufgrund der aktuellen Situation und so. Bitte achte drauf, es könnte sein, dass vielleicht das ein oder andere Produkt ersetzt wurde oder halt nicht mehr drin ist. Also das hatten wir jetzt schon das ein oder andere Mal. Genau. Und ja, hier hast du auch so Gewürze wie Piment und sowas drin. Ist auch geil. Doppelt hält besser. Diese Tüte wurde doppelt unter die Lupe genommen. Dein HelloFresh Qualitätsteam. Ist auch geil, ne? Und trotzdem ist sie aufgerissen. Da dumm. Schön finde ich halt auch, du hast hier so Kräutermix drin. Ich meine, wir haben draußen Kräutergarten, Kräuterbeet, wo man sich eigentlich ganz gut dran bedienen könnte. Aber hier hast du es halt wirklich ganz genau abgemessen. Und ja, es macht einfach Spaß, mit diesen Zutaten zu kochen. Dann hast du hier auch mal wirklich abgefüllt so Semmelbrösel drin. Dann Wildpreiselbeeren, das ist halt so eine Preiselbeermarmelade. Die hast du auch nicht immer so zu Hause. Zwiebeln auch immer portioniert, das finde ich auch immer ganz gut, ne? Hast du auch in der Menge, wie du es halt gerade so brauchst. Bei den Pilzen, da hatten wir jetzt schon gute und schlechte Erfahrungen mit, muss ich sagen. Also wir hatten das einmal, dass die Pilze nicht mehr so schön aussahen. Da haben wir uns dann im Internet ein bisschen belesen, weil das waren auch so Austernpilze oder so. Die haben schon so einen Flaum bekommen, aber da stand halt drauf, dass man das einfach nur abwaschen soll. Dann kann man die weiterverarbeiten. Also, ne, das wusste ich halt vorher auch nicht. Du lernst auch ganz neue Zutaten kennen und damit umzugehen. Aber wenn Pilze halt nicht mehr gut sind, dann sollte man sie natürlich nicht mehr verarbeiten, aber hier steht auch drauf, dass man das an Tag 1 bis 2 kochen sollte. Sprich, das wird das Samstagsgericht definitiv werden, weil du hast ja auch das Hackfleisch mit dabei. Dann ist hier auch noch genau abgefüllt Kochsahne. Das finde ich ganz gut. Ja, und was man sonst noch so braucht, Kartoffeln und so weiter, ne? Das ist halt für dieses Gericht. Ich nehme euch auch immer wieder gerne auf Instagram mit und filme das so ab, weil ich meistens samstags koche und dann, ja. Mache ich das in meiner Story. Wenn ihr Bock drauf habt, dann folgt mir doch ganz einfach auf Instagram. Ich heiße AIDOIKP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, da poste ich dann so ein bisschen meine Kocherfahrung und wie das so danach aussieht. Okay, dann gucken wir uns mal Gericht Nummer 3 an. Das ist zitroniges Fischfilet, da haben wir ja eben den Fisch schon zugesehen. Dazu Kartoffelsalat mit Gurke und Radieschen. Guck, das ist so ein ganz einfaches Rezept, was man auch sehr schön in der Woche dann kochen kann, wenn es mal schnell gehen muss, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wobei 30 bis 40 Minuten, muss ich mal gucken. Ja, die dauern eigentlich alle so lange. Wahrscheinlich ist das tatsächlich so ein Rezept für Dienstag, weil du halt auch nicht so ultra viele Zutaten brauchst. Muss ich mal gucken. Und hier hast du den Seehecht, den haben wir schon gesehen. Kartoffeln. Alter, wir haben überall Kartoffeln mit dabei. Geil. Eine ganze Woche voller Kartoffeln. Das haben wir super ausgesucht. Gurke, Radieschen, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, Limetten, mittelscharfer Senf und Schmand. So. Genau. Auch wieder hier alles soweit beschrieben und hübsch dargestellt. Und da haben wir das Family Highlight. Das sind dann halt auch Highlight-Rezepte. Du hast teilweise auch Rezepte, wo du vielleicht mal ein bisschen was zuzahlen musst. Ich glaube, bei Fisch ist das auch der Fall, dass du dann mal was zuzahlen musst, wenn du das bestimmte Gericht aussuchst, weil das irgendwie so Premium-Gerichte sind. Genau, dann kostet das nicht 59,95 in der Woche, sondern dann zahlst du halt für dieses Gericht jeweils diesen Aufpreis. Aber das sieht man alles, wenn man da sich mal so umschaut. Und genau. Man kann aber auch ganz normal die Standardrezepte auswählen. Aber manchmal möchte man vielleicht auch so ein ganz spezielles Sonntagsgericht oder so, ne? So, auch hier haben wir wieder abgefüllten Schnittlauch. Diese Kräuter, das finde ich ganz cool. Frühlingszwiebeln. Senf. Wow, das wird aber ein Riesensalat. Zwei Gurken. Zwei Limetten. Wieder Kartoffeln und Radieschen. Ich finde, das ist eigentlich immer eine ganz coole Erfahrung, wenn man sich das so anschaut. Ich meine, solche Rezepte, wenn ich die sonst so in Kochbüchern sehen würde oder irgendwo auf so Kochseiten, dann würde ich sagen, na, ich weiß nicht, traue ich mir das zu, schmeckt mir das? Und so kannst du einfach mal so ein bisschen
dich inspirieren lassen und das einfach mal auswählen, dir das zukommen lassen und hast dann nicht so einen riesen Bund Frühlingszwiebeln oder so einen riesen Sack Kartoffeln, wobei das hier wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, sondern du hast es immer genau auf das jeweilige Gericht zugeschnitten und das ist halt so ein bisschen idiotensicheres Kochen, kann man das so sagen? Also für mich ist es auf jeden Fall so. Klar, du musst schon zusehen, dass die Garzeiten eingehalten werden, aber also mir macht es definitiv Spaß und ich glaube, wir machen das Ganze schon 2-3 Monate oder so. Ja, garantiert schon 3 Monate. Ja, wir sind irgendwann Anfang diesen Jahres nämlich damit gestartet. Und ich bin jede Woche aufs Neue begeistert, was für coole Gerichte wir hier so zaubern. Und es macht wieder Spaß zu essen, merke ich daran, dass meine Hosen kneifen. Ja, das merke ich wirklich daran. Ich sollte mal wieder mehr Sport machen. Aber ja, ich habe euch jetzt einfach mal die HelloFresh-Box vorgestellt, wie sie so diese Woche bei uns eingetrudelt ist. Und kann euch einfach nur sagen, vielleicht habe ich dich inspiriert, dass du dir die auch holen möchtest. Oder vielleicht eben, dass du sagst, boah, nee, das ist da drin, will ich gar nicht haben. Ja, genau. Wenn du Gerichte sehen willst, auf Instagram vorbeischauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Das ist eine Abo-Box. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!